ma lei è stata un'amica di Vladimir, c'è lei, c'è Ich habe jetzt das 61. Tonband aufgelegt. Es ist jetzt 17 Uhr und 6 Minuten. Es ist noch immer der 26. September 1960. In seinem Bericht setzt dann Dr. Kastner weiter fort. Ich zitiere hier aus der Seite 41. Als wir von der ungarischen Polizei freigelassen wurden, waren Subkarpatien und Nordungarn durch das rasende Tempo der Deportation inzwischen judenfrei geworden. Sofort nach meiner Entlassung aus der Haft meldete ich mich bei Eichmann. Ich wies ihm die Telegramme aus Istanbul vor und bat Einlangen des Textes des Interimsabkommens, die Deportationen zu suspendieren. Eichmann lehnte ab und erklärte, es kommt nicht in Frage. Im Gegenteil, ich werde sie mit Volldampf fortsetzen. Ich reklamierte aufs Neue die Prominenten aus der Provinz. Eichmann schien diesmal nachzugeben. Er erklärte, er werde telegrafisch verfügen, dass die reklamierten Personen aus den noch bestehenden Ghettos in Transsilvanien herausgebracht sollten. Chatamar, Nagyvarad, Kolozsvár, Maroschwas, Hartelli und so weiter. Wir warteten tagelang auf die Ankunft dieser Transporte, jedoch nur Dr. Josef Fischer, Präses des Judenrates in Kolozsvár, konnte uns melden, dass die SS aus Budapest Befehl zur Zusammenstellung einer besonderen Gruppe erhalten habe. Eichmann wusste, dass Klausenburg uns besonders nahe stand. Am 3. Juni morgens ließ mich Eichmann zu sich kommen und er erklärte, ich kann doch keinen Juden nach Budapest bringen lassen. Ich muss jetzt zu Innenminister Jaros. Er wird mich gewiss fragen, welche Geschäfte die SS mit der Familie Baron Weiß abgeschlossen hat. Das berüchtigte Abkommen Bechers, welches die 54 Betriebe des Weiß-Konzerns unter die Kontrolle der SS stellte, dagegen die 40 Mitglieder der Familie Weiß nach Lissabon gelangen ließ. Das war in Klammern geschrieben. Sie wissen von diesem Abkommen? Ich werde jetzt bei Jaros für diese Schweinerei herhalten müssen. Gerade ich. Wenn jetzt Juden aus Siebenbürgen nach Budapest gebracht werden, wird mich Endre fragen, was für neue Geschäfte wir mit den Juden getätigt hätten. Nein, ich mache es nicht. Sie haben doch fest zugesagt. Sie sagten mir immer, Sie pflegen Ihr Wort zu halten. Ich weiß, Sie haben doch wirklich in diesem Sinn nach Klausenburg telegrafiert. Ja, ich habe gestern den Befehl telegrafisch annulliert. Es ist alles klar. Geld, ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Kann mich nicht entsinnen, aber sind Punkte drin, die mir ziemlich, sagen wir mal, ziemlich wahr erscheinen. Ich meine, ich möchte mal sogar meine Worte hören. Das Wort Schweinerei habe ich jedenfalls nicht gesagt. Das glaube ich sicherlich nicht. Aber das Geld, das ist möglich. Ich glaube, zu jener Zeit habe ich dieses Wort, sagen wir mal, eine Art Gewohnheitswort. Daraus entnehme ich das Wort Geld, dass diese Sache irgendwie nicht unrichtig sein kann. Was aber dran ist und was gemacht hat, kann ich mir nicht erzählen. Das weiß ich nicht mehr. Auf der Seite 43 berichtet dann Kastner Folgendes. Eichmann kehrte um 11 Uhr in sein Amt zurück. Ich ließ mich gleich melden. Die Sekretärin sagte, Eichmann hätte keine Zeit für mich. Ich wartete im Korridor. Eine halbe Stunde später ließ er mich hineinrufen.
Sein enger Stab, Krumai, Wislizeni, Hunsche und Novak stehen hinter ihm. Klages hat soeben das Zimmer verlassen. Sie können sich einen Stuhl nehmen. Eichmann beginnt zu brüllen. Ich schweige. Man muss zunächst den Turpsus-Anfall vorbeigehen lassen. Es ist mir klar, was jetzt auf dem Spiele steht. Es handelt sich nicht nur um die Rettung der einigen hundert Juden aus der Provinz. Wenn jetzt und hier Eichmann nicht zum Einlenken gezwungen werden kann, dann war die Wahrheit, als sie in diesem Roulette-Spiel der Menschenleben auf die deutsche Nummer setzte, ein genauso naiver Verlierer wie so viele vor uns im besetzten Europa. Dann waren die bezahlten Millionen ein törichter Wahn. Der Verlierer in diesem Spiel heißt auch Verräter. Was wollen Sie denn eigentlich, fängt Eichmann endlich das Gespräch an. Ich muss darauf bestehen, dass unsere Vereinbarungen eingehalten werden. Wollen Sie die von uns vorgeschlagenen Menschen aus der Provinz nach Budapest bringen? Wenn ich einmal Nein gesagt habe, dann bleibt es Nein. Dann hat es unsererseits keinen Zweck, weiter zu verhandeln. Ich tue so, als ob ich aufstehen wollte. Ihre Nerven sind überspannt, Kastner. Ich schicke Sie nach Theresienstadt, damit Sie sich erholen, oder ziehen Sie Auschwitz vor. Es wäre zwecklos, kein anderer wird meinen Platz einnehmen. Verstehen Sie mich einmal, ich muss diesen jüdischen Dreck aus der Provinz ausräumen. Da hilft kein Argument, kein Weinen. Dann werden auch unsere Argumente in Istanbul nichts nutzen. Was wollen Sie denn von diesen paar Juden? Es geht nicht nur um Sie. Die Sache in Istanbul steht schlecht, weil Sie die Deportation forcieren. Sie müssen Beweise liefern, dass Sie Ihre Angebote ernst meinen. Was machen denn Ihnen diese paar Juden aus? Eine Stunde geht es so weiter. Die Adjutanten hören schweigend zu. Hunsche und Novak nervös und ungeduldig, Krumai und Wislizeni mit neutralen Gesichtern. Einige Male scheint es mir, als ob Eichmann nachgeben wollte. Dann wird er plötzlich von einem neuen Tobsus überfallen. Er schlägt auf den Tisch und will von nichts mehr wissen. Nach einer Stunde macht er ganz unerwartet einen Kompromissvorschlag. Wissen Sie was, ich werde 100 bis 200 Juden aus Klausenburg nach Theresienstadt schicken. Wir machen es so, dass ich Sie in 5 Extrawaggons einem Deportationszug anschließe. Sie werden aber in der Slowakei abgekoppelt. Sie gehen nicht nach Auschwitz. Sofort, ohne zu überlegen, lehne ich den Vorschlag ab. Sie glauben mir also nicht? Ich kann mir schwer vorstellen, wie man einen ungarischen Auswandertransport aus Theresienstadt organisiert. Aber verstehen Sie doch einmal, ich kann es der ungarischen Regierung gegenüber nicht verantworten. Ich kann hier nicht den Judenretter spielen. Ich habe Laszlo Endre versprochen, dass kein Jude mehr lebendig aus diesem Land zurückkommt. Bis dahin. Das ist sehr theatralisch geschildert. Da muss ich auch wieder sagen, da ist ein Kernwahrheit, ist hier mit sehr viel schmückenden Beisätzen ausgestattet. Mit sehr viel schmückenden Beisätzen. Diese Kraftworte, die habe ich sicherlich nicht gesagt. Und dann hätte ja diese ganze Angelegenheit, hätte sich ja dann wohl über 2 Stunden hingezogen. Nehme ich an, denn nach einer weiteren Stunde oder so ähnlich heißt es, nach einer Stunde und so weiter. Nein. So ist es denn doch nicht gewesen. Sondern wie war es? Sicherlich wird man, ich bestreite nicht, dass hier Klausenburger Angelegenheit, nachdem sie jetzt ein paar Mal geschildert worden ist, dass die zur Debatte gestanden hat. Aber ich bestreite, dass das auf diese theatralische Art vor sich gegangen ist. Über den sachlichen Inhalt weiß ich natürlich nichts. Habe ich ihm ein Angebot gemacht über Theresa oder habe ich es nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann dazu keine Stellung nehmen, ob der sachliche Inhalt wahr ist. Aber wie es gegeben ist, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Haben Sie geschrieben? Geschrien? Nein, nein. Hier auf Seite 48, 49 schreibt er Folgendes.
Das muss ungefähr im Juni 1944 sein, was er hier überschreibt. Nach 2 Tagen besuchte ich Eichmann. Ich wies darauf hin, dass die Vernichtung der deportierten Juden in Auschwitz uns, die war da, in eine unmögliche und unhaltbare Situation den ausländischen jüdischen Organisationen und den Alliierten gegenübergebracht habe. Unser moralischer Kredit ist dahin. Niemand glaubt im Ausland mehr daran, dass der Rettungsplan deutscherseits jemals ernst gemeint worden ist. Wie stellen Sie sich denn das vor, brüllte Eichmann. Sie glauben vielleicht, dass das Reich so viel Nahrungsmittel hat, um Hunderttausende von ungarischen Juden monatelang zu füttern oder Personal und Ärzte, um ihre Kranken zu pflegen? Für sowas mögen sich die Herren Amerikaner einen weniger schlauen Partner aussuchen, als ich es bin. Es ist meine Pflicht, Ihnen die Frage zu stellen, fuhr ich fort, was geschieht, wenn in Istanbul von heute auf morgen ein Abkommen zustande kommt? Falls Sie die ungarischen Juden vergasen lassen, woher werden Sie dann die Ware nehmen, die Sie für die Lastautos liefern wollen? Haben Sie keine Sorgen, da sind die Kinder zwischen 12 und 14 Jahren, die lassen wir leben. Wissen Sie, in 1 bis 2 Jahren greifen die auch zur Arbeit heran, aber ich kann auch polnische Juden oder solche aus Theresienstadt liefern, das können Sie ruhig mir überlassen. Ich frage also, Herr Obersturmbannführer, glauben Sie nicht, dass es richtig wäre, zumindest einen Teil der ungarischen Juden vor Auschwitz zu schützen? Wie meinen Sie das? So, dass eine gewisse Zahl von Juden, sagen wir 100.000, hier im Lande bleiben, bis man sie aufgrund ausländischer Vereinbarungen auswandern lassen kann? Nein, 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 davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe schon x-mal gesagt, ich kann ungarische Juden nur ab Deutschland verkaufen. In Ungarn kann kein einziger bleiben. Ich bin überzeugt davon, setzte ich fort, dass Sie damit das Ausland nicht zu Konzessionen zwingen können. Ganz im Gegenteil. Haben Sie überhaupt ein Interesse an diese Transaktionen, dann müssen Sie Beweise Ihres guten Willens liefern. Ich mache Ihnen diesbezüglich einen Vorschlag. Wir verlangen die Sicherheit des Lebens von 100.000 ungarischen Juden inklusive kleiner Kinder, Alter und Kranker. Als Beweis unserer Opferwilligkeit bieten wir dafür ungefähr 5 Millionen Schweizer Francs in Schmuck, Valuten und Pengue an. Die Werte liefern wir sukzessive in dem Maße ab, in dem die Gegenleistung erfolgt. Die Sicherstellung des Lebens dieser 100.000 wird sich auch auf die ausländischen Verhandlungen günstig auswirken. Vor allem aber muss der Palästinentransport auf den Weg gebracht werden. Woher wollen Sie dieses Geld und die Valuten nehmen? Es kommt meist vom Ausland, es ist ein Vorschuss. Eichmann sagte darauf, er wolle Waren und nicht Geld und Gold. Dann stellte er verschiedene Fragen, schließlich erklärte er, er wolle sich die Sache überlegen. Erinnern Sie sich daran? Ich kann mir die Sache höchstens so vorstellen. Es ist möglich, dass er mir so einen Vorschlag gemacht hat, das will ich nicht in Abrede stellen, wenngleich ich es nicht weiß. Aber ich hatte ja schließlich und endlich den Befehl, 10.000 LKW, 1 Million Juden. Und diese Sache, die war für mich, möchte ich sagen, das war der Befehl. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber nur eines fällt mir hier auf. Es wird hier dauernd davon gesprochen, von Vernichtung und Vergasen und so weiter und so weiter. Diese Worte wurden ja doch eigentlich gar nicht so viel von Dr. Kastner verwandt. Erst, ich entsinne mich, als er mir sagte, stellen Sie die Vernichtungsmaschine in Auschwitz ein. Da habe ich mir gesagt, ja, ich muss ihm sagen, damit er Bescheid weiß, und da sagte ich ihm nicht, ich bin's, der sie einstellen kann, denn ich habe sie ja auch nicht in Gang gesetzt. Auch nicht der Chef der Sicherheitspolizei des SD kann das machen. Das ist Pohl, der hat seinen Befehl vom Reichsführer. Da habe ich ihm, bei dieser Gelegenheit habe ich ihm ganz klaren Wein eingeschenkt, möchte ich jetzt mal vulgär mich ausdrücken. Ob zwar die Angelegenheit immer noch unter geheimer Reichssache lief, mir selbstverständlich bekannt gewesen ist, dass Dr. Kastner die Sache längst gewusst hat. Sicherlich wird sie auch in den ganzen Unterhandlungen
x-mal hervorgeleuchtet haben, aber nie in dieser krassen Form. Nie in dieser krassen Form. Sonst hätte ich das bestimmt schon viel früher gesagt. Ich weiß nicht, kommt in seinen Berichten diese meine Erklärung, die ich ihm tat, überhaupt vor oder kommt sie nicht vor, das weiß ich nicht. Jedenfalls hätte ich, wenn der Wortlaut so gewesen wäre, wie er hier verschiedentlich geschildert worden wäre, hätte ich diese Erklärung, die ich Dr. Kastner gab, meinetwegen schon gegeben hat, hätte ich bestimmt viel früher gegeben. Hätte ich schon irgendwie anlässlich dieser ganzen Unterhandlung gegeben. Auf Seite 109 seines Berichtes schreibt er Folgendes. Zwei Tage nach dem Umsturz, es war der 17. Oktober, traf Eichmann in aller Eile per Flugzeug aus Berlin kommend in Budapest ein. Er befahl mich in das Büro Bechers, wo er sich folgendermaßen vernehmen ließ. Nun, sehen Sie, ich bin wieder da. Sie haben schon sicher geglaubt, dass sich die Geschichte Rumäniens und Bulgariens auch hier wiederholen wird. Sie haben scheinbar vergessen, dass Ungarn noch immer im Trümmerschatten des Reiches liegt. Und unsere Hände sind lang genug, um auch noch die Budapester Juden zu erreichen. Nun passen Sie mal auf. Diese Regierung arbeitet nach unseren Befehlen. Ich werde unverzüglich mit Minister Kovacs, Beauftragter für die Judenfrage, den Kontakt aufnehmen. Die Budapester Juden werden abtransportiert, und zwar diesmal zu Fuß. Wir brauchen jetzt unsere Transportmittel für andere Zwecke. Wenn Sie uns aber eine entsprechende Anzahl von Lastautos zur Verfügung stellen, so könnte der Abtransport auch mittels dieser Fahrzeuge erfolgen. Oder passt es Ihnen vielleicht nicht? Sie haben Angst, gell? Kommen Sie aber dann ja nicht mehr mit Ihren amerikanischen Märchen. Jetzt wird hier gearbeitet, stramm und hurtig, gell? Er schien in diesem Augenblick der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. Er fühlte sich wieder in seinem Element. Er hatte die Budapester Juden. Übrigens war er diesmal, wie meistens in der letzten Zeit, betrunken. Erstens bin ich nie geflogen. Das ist schon einmal unrichtig. Bin nie nach Ungarn eingeflogen, sondern immer mit meinem Wagen gefahren. Zweitens ist hier, es ist wieder theatralisch geschildert, die ganze Angelegenheit. Ich kann dazu nichts sagen. Betrunken war ich übrigens nicht. Betrunken bin ich nie zum Dienst gekommen. Nie. Und über den Inhalt, den er wiedergibt? In dieser Form überhaupt unmöglich. Mir kommt es hier so vor, dieses Geld, dass das gewissermaßen zur größtmöglichsten Wahrscheinlichkeit ab und an verstreut untergebracht worden ist. Und ein Satz kommt mir auch so vor, dass er meine mentalitätsartigen Sprachstil hier mitverwendet hat. Aber in dieser Form habe ich ja, das Ganze wäre ja, wenn ich mich so verhalten hätte, wie er hier das schreibt, da wäre ich ja der größte Zyniker, mir fehlen die Worte, die ich dazu jetzt apostrophieren sollte, gewesen und wäre nicht in der sachlichen Form geschildert, in der ich die ganze Angelegenheit mit Dr. Kastner verhandelt habe. Aber es ist ganz klar, bei all solchen Berichten, ich muss das eben jetzt mal feststellen, ob das die Berichte sind von Dr. Löwenherz oder ich höre jetzt den Bericht von Dr. Kastner. Ich habe die Aussagen von Becher gesehen und so weiter. Es ist ganz klar, dass all diese Menschen, wenn sie nun verhalten werden, Berichte abzugeben oder Aussagen zu machen, die sich darauf konzentrieren, den Inhalt ihrer Verhandlungen mit mir darzulegen, wo sie auf der einen Seite ganz genau wissen, durch die Propaganda,
dass die Propaganda durch Zeitschriften und Zeitungen sich direkt, möchte ich mal sagen, auf meine Person verworfen hat, nachdem eben alle meine Vorgesetzten entweder tot sind oder getötet wurden oder in einem Fall Müller, ich weiß es nicht, der weiß nicht genau, jedenfalls verschollen ist, versuchen sie sich natürlich abzusetzen von meiner Person, um damit aus meinem ganzen oder damit das ganze Verhältnis in ein anderes Licht bringen, wie es ursprünglich gewesen ist. Es ist an sich verständlich. Auch hier muss ich sagen, tut mir leid, dass ich sagen muss, auch hier muss ich sagen, ist es so, muss ich das feststellen. Ich bin überzeugt, wenn heute noch der Reichsführersessenschiff der deutschen Polizei leben würde, Kaltenbrunner leben würde, Müller leben würde, ich leben würde, und man wäre dann zu viert, sagen wir, vor einem Gerichtshof, dann würden sämtliche Angelegenheiten ganz anders aussehen, ja, viele im diametralen Gegensatz zu den Sachen stehen, die ich im Laufe der Zeit hier zur Kenntnis bekommen habe. Es sind sehr, sehr viele Sachen, sind nach 1945 eben aufgrund dieser Tatsachen gänzlich umfrisiert worden und geben so ein Licht von den damaligen Verhältnissen, das der Wirklichkeit nicht entspricht. Was entspricht ja der Wirklichkeit? Sehen Sie, Hauptmann, diese Art der Berichterstattung, die entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist nicht sachlich. Das ist nicht sachlich. Ich brüllte, ich war betrunken, man unterstellt mir hier Worte, die ich nie gesagt habe. Man zieht Dinge bei den Haaren herbei, um sich möglichst zu distanzieren. Würde man auf den sachlich nüchternen Standpunkt verharren, der damals gewesen ist, würde manches ganz anders aussehen. Aber es ist mir völlig klar, es muss so sein, es war mir auch von Haus aus klar gewesen, nachdem ich nun gehört habe, dass eben mit Ausnahme von Müller alles, was mir vorgesetzt war, tot ist, dass eben hier jeder versucht zu bleiben, wo er bleiben kann. Hier auf Seite 126 unter der Überschrift "Der Kommandant von Auschwitz gegen den Fußmarsch" schreibt Kastner Folgendes: Am 16. November trafen hohe deutsche Gäste in Budapest ein. Der Chef der Waffen-SS, Generaloberst Jüttner, einer Einladung Bechers folgend, kam nach Budapest in der Begleitung Krummeis und des Kommandanten von Auschwitz, SS-Obersturmbannführer Höss. Auf der Strecke zwischen Wien und Budapest waren sie Augenzeugen des grauenvollen Fußmarsches. Die sich auf der Landstraße häufenden Leichen, die abgeplagten Menschen machten auf die deutschen Herren einen höchst peinlichen Eindruck. In Budapest angelangt, gaben sie vor Becher ihre Entrüstung über das Geschehene Ausdruck. Der Kommandant von Auschwitz zeigte sich in einem Gespräch, dem auch Bilitz beiwohnte, besonders empört. Eine wiederholte auftretende Erscheinung, die meisten Henker der SS lehnten unzivilisierte Methoden ab. Das ist eine Zwischenbemerkung in Klammern. Außerdem kam Höss vom Hauptquartier Himmlers, wo er von der neuen Orientierung des Reichsführers in Kenntnis gesetzt worden war. Jüttner erteilte dem Judenkommando in Budapest den Befehl, den Fußmarsch sofort abzustellen. Dies geschah am 17. November. An diesem Tage gelang es, etwa 7.500 auf den Weg gebrachte Juden nach Budapest zurückzubringen. Eichmann war momentan abwesend. Bevor er wegfuhr, hatte er noch einmal versucht, die Vereinbarung bezüglich der Altersgrenzen auszuspielen. Am 13. November hatte er die gegebenen Befehle dahin abgeändert, dass alle Kinder über 10 Jahren zu deportieren seien. Sobald wir davon erfuhren, alarmierten wir Becher. Er rief in meiner Anwesenheit Eichmann telefonisch an. Vorerst wollte Eichmann nichts zugeben, leugnete den Befehl und sprach von Gräuelnachrichten. Becher hatte schließlich gedroht, sich telegrafisch an Himmler zu wenden, wenn Eichmann nicht aufhören
werde, immer wieder in seine Aktion hineinzufunken. Diese Drohung hatte genutzt, Eichmann hatte nachgegeben und den Befehl zurückgezogen. No. Das Letzte stimmt auf gar keinen Fall. Das Erste weiß ich nicht. Er sagt selber, ich wäre nicht da gewesen. Bitte, ich weiß es nicht. Davon weiß ich nichts, von den Leichen, die sich auf den Straßen gehäuft hätten, ist mir völlig unbekannt. Aber dass Becher mir telefonisch gesagt habe, dass er sich dann an den Reichsführer, ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Weil ich nichts anderes getan habe, als wie die Befehle des Reichsführers, die ja nun nicht vom Reichsführer direkt zu mir kamen, sondern über Fesemeyer und Winkelmann ausgeführt habe. Dann frage ich mich, wenn dem so gewesen wäre, wie Becher respektive Kastner hier sagt, warum hat mich Fesemeyer denn, wenn ich sowieso gegen den Befehl des Reichsführers verstoßen habe oder haben soll, warum hat Fesemeyer denn mich nicht sofort aus dem Lande rausgejagt oder Winkelmann mich sofort oder Geschkel sofort einsperren lassen? Das frage ich mich. Das wäre die logische Folge gewesen, wenn ich entgegen dem Befehl des Reichsführers gehandelt hätte. Befehl des Reichsführers, der nicht einmal mich direkt erreichte, sondern eben über Winkelmann und über Fesemeyer zu mir gekommen ist. Wurden die Richtlinien bezüglich der Altersgrenze damals geändert? Das ist mir nicht bekannt, Herr Hauptmann. Das ist mir wirklich nicht bekannt. Das weiß ich nicht. Also diese Sachen, das ist so unnatürlich und unlogisch geschildert, dass es mich eben wundert, dass ich überhaupt noch in Budapest gewesen bin. Wenn ich den Glauben schenken muss. Auf Seite 127 und 128 schreibt er Folgendes. Am 21. November traf Eichmann nach vorübergehender Abwesenheit wieder in Budapest ein und verfügte sofort, dass der Fußmarsch fortgesetzt werde. Es war charakteristisch für seine Art, wie er gleichzeitig seine Verteidigung gegenüber meinen zu erwartenden Protesten vorbereiten wollte. Er ließ mich zu sich kommen und erklärte, es handle sich nicht darum, dass er Bechers Verhandlungen stören wolle. Dennoch hatte er sofort nach seiner Rückkehr veranlasst, dass weitere Kontingente in Marsch gesetzt würden, denn er meinte, dass der Befehl zur Einstellung der Fußmärsche aufgrund von falschen Eindrücken einige Herren erlassen worden sei, die nicht imstande gewesen seien zu beurteilen, ob Leute, die 7 bis 8 Tage unterwegs gewesen seien, als arbeitsfähig betrachtet werden können oder nicht. Er würde seine Mitarbeiter, die den Befehlen ausführten, zur Verantwortung ziehen müssen. Auch Wislicini, der sich geweigert hatte, kranke Juden aus deutscher Seite zu übernehmen, würde er vor das Kriegsgericht stellen. Dann fuhr er fort. Ich brauche unbedingt 65.000 bis 70.000 ungarische Juden. Bisher sind nur 38.000 an der deutschen Grenze übernommen worden. Ich brauche noch zumindest 20.000 Schanzjuden für den Südostwall in der Ostmark. Im Reiche schanzen auch deutsche Kinder und Greise. Ich bringe aber von Budapest keine Kinder weg. Überhaupt hat sich das Reich verpflichtet, keine weiteren Juden umzulegen. Aber wo bleibt die Gegenleistung? Die Amerikaner wollen nur Zeit gewinnen, denn sie haben sich den ungefähren Zeitpunkt ausgerechnet, an dem sie den Krieg gewinnen. Ich will Ihnen aber nur sagen, dass Deutschland den Tiefpunkt bereits überwunden hat und siegen wird. Budapest wird fallen, aber Wien werden sie nicht mehr haben. Eine neue Waffe ist in Vorbereitung und die Alliierten werden dieser gegenüber machtlos sein. Ich bin bereit, Ihr Übereinkommen mit Becher zu respektieren, aber nur solange ich nicht die Überzeugung habe, dass es sich auf der Gegenseite nur um einen Bluff handelt. Er ging dann zum Missbrauch mit den Schutzpässen über. Er werde Konsul Lutz und Wallenberg wegen dieser Schweinereien zur Verantwortung ziehen. Er habe aber einen Vorschlag. Er werde sich um die Inhaber solcher Pässe nicht weiter bekümmern, wenn ihm unsererseits freiwillig 20.000 Schanzjuden zur Verfügung gestellt würden. Sonst jedoch wäre er gezwungen, alle Juden ohne Ausnahme in Marsch setzen zu lassen. Sie meinen wohl nicht, sagte ich, dass wir nach den angeblich versteckten Juden suchen werden. Oder glauben Sie, rein technisch, dass wir diese Juden eher finden würden, als Sie mit Ihrem ganzen Apparat, mit SS, ungarischer Polizei und Pfeilkreuzlern zusammen? Weichen Sie mir nicht aus, sagen Sie heraus, was
dass sie es nicht tun wollen. Die in Wien waren schlauer. In Wien haben sie es geschafft. Sie kamen auch alle nach Theresienstadt, nicht nach Auschwitz. Ich bezog mich auf Eichmanns Klage über die Schutzpassinflation und wies darauf hin, dass Lutz berechtigt sei, aufgrund von 30.000 Zertifikaten eben 30.000 Schutzpässe auszufolgen. Es sei nicht die Schuld der schweizerischen Gesandtschaft, wenn die deutschen und ungarischen Behörden sich weigerten, mehr als 7.000 bis 8.000 dieser Schutzpässe anzuerkennen. Dann sprach ich über die Schweizer Verhandlungen. Die Amerikaner, sagte ich, sind auf dem Laufenden. Sie wissen von der Slowakei, sie wissen von Fußmarsch. Sie hätten auch ein Recht, alle die Judenfragen angebotenen Zugeständnisse Deutschlands als Bluff aufzufassen. Nach 5 Tagen ließ Eichmann den Todesmarsch wieder aufnehmen. Dazu habe ich zu sagen, also das Wort Umlegen hier, das Wort habe ich nie gebraucht, aber das ist nebensächlich. Ich bin laut diesen Berichten einige Male weg gewesen aus Budapest. Ich sagte selbst schon mal, ich bin einige Male nach Berlin gefahren. Sicherlich bin ich nach Berlin gefahren, um mir jeweils um die Sache zu berichten, um dann mir Befehle geben zu lassen, wie ich mich zu verhalten habe, in vielen Dingen. Die Einzelsachen hier, davon weiß ich nichts mehr, da kann ich mich nicht entsinnen. Aber das ist sehr leicht möglich und dann werde ich das, was mir mitgeteilt worden ist, werde ich eben dann in Ungarn, nachdem ich das dem Staatssekretär Endre mitgeteilt habe, wie meine diesbezüglichen Weisungen lauten, werde ich Kastner die entsprechenden Antworten gegeben haben. Das ist auf jeden Fall als sicher anzunehmen. Was mich nur wundert ist, er unterstellt mir hier, dass ich, wie in letzter Zeit überhaupt, meistens betrunken gewesen wäre. Wäre ich betrunken gewesen, hätte ich solche Materie auf gar keinen Fall behandeln können. Auf gar keinen Fall. Hier erwähnt er es nicht. Er sagt dort vorhin, wie in letzter Zeit mehrfach oder wiederholt oder hat ihm noch ein beifügendes Wort gebraucht. Bin zum Dienstbetrieb nie betrunken gekommen. Betrunken war ich überhaupt nie. Seite 132 berichtet dann Kastner seinen Bericht, dass am 26. November Becher aus dem Hauptquartier Himmlers zurückgekehrt sei und ihm mitteilte, dass Himmler telegrafisch die Einstellung des Fußmarsches aus Budapest angeordnet hätte. Auf einer Besprechung, die nach dem 27. November stattfand, äußerten sie sich laut Dr. Kastners Bericht folgendermaßen. Ich zitiere jetzt hier von der Seite 133. Eichmann ergriff als erster das Wort. Er fand seine alte Sprache wieder. Ja, sagte er, ich habe das alles kommen sehen. Ich habe Becher unzählige Male gewarnt. Er solle sich nicht an der Nase herumführen lassen. Ich kann Ihnen jetzt nur eines sagen. Telegrafieren Sie an die Schweiz, damit man die Sache in Ordnung bringt. Falls ich in 48 Stunden nicht Ihre positive Antwort habe, werde ich das ganze jüdische Dreckpack von Budapest umlegen lassen. Als zweiter sprach Becher von seinen einzigartigen Leistungen. Er zählte auf die Ausreise der Bergen-Belsen-Gruppe, den Himmlerbefehl, die Altersgrenze und fragte mich schließlich, was ich zu tun hätte. Ich konnte nur sagen, dass es sich um ein Missverständnis handle. Ich bemerkte, dass Kettlitz, kein Diplomat, und seine Auseinandersetzung mit Sali Meyer eher auf persönliche als auf objektive Momente zurückzuführen sei. Wieder war es Dr. Bilitz, der vermittelt eingriff. Er schlug vor, mich noch einmal an die Schweizer Grenze fahren zu lassen, um die Angelegenheit mit Sali Meyer zu klären. Becher war sofort einverstanden. Eichmann stellte sich dagegen, weil damit wieder nur kostbare Zeit vergehe.
Schließlich verlängerte er sein Ultimatum bis zum 2. Dezember. Wir sollten jedoch telegrafisch Bescheid geben. Bevor wir auseinandergingen, hatte Eichmann noch ein letztes Wort an mich. Ihre Familie soll in den nächsten Tagen nach der Bergen-Belsen-Gruppe mit der Bergen-Belsen-Gruppe in die Schweiz kommen. Sie werden auch an der Grenze sein. Sie werden mir durchgehen. Ich lasse Ihre Familie eher in Bergen-Belsen zurückhalten. Es war unsere letzte Unterredung. Es war Eichmanns letzter Druck auf mich. Ich sagte ihm gleich, ich fahre nur dann an die Grenze, wenn meine Familie mit der Gruppe mitfahren dürfte. Ich versicherte ihm, ich würde unter allen Umständen zurückkommen. Ja, wissen Sie, erwiderte Eichmann, der Brand hat mir dasselbe versichert. Aber passen Sie gut auf, wenn Sie mir auch im Ausland bleiben, wird es kein Pardon mehr geben. Ihre Juden werden meine Vergeltung kennenlernen. Es ist wieder sehr theatralisch. Erstens einmal, mir ist vorhin schon aufgefallen, ich vergaß es zu sagen, da hieß es auch irgendwie mit Dreck, irgendwas mit Dreckzeug oder irgendwie, hier schon wieder. So ein Wort habe ich die ganzen Jahre nicht ein einziges Mal in meinen Mund genommen. Nicht ein einziges Mal. Das ist, hallo ist das. Und was seine Familie anbelangt, da ist mir überhaupt nichts bekannt, dass da etwas besprochen worden wäre oder verhandelt worden wäre. Erinnern Sie sich an die Umstände Ihrer letzten Unterredung mit Kastner? Nein, weiß ich nicht. Er schreibt hier am 2. November, das wäre ein Tag gewesen, bevor ich beim Reichsführer zum Reichsführer befohlen war. Am 2. November? Nein, den 27. November herum. Ah, 27. November herum. Und Sie verlängerten hier, so wie er berichtet, das Ultimatum bis zum 2. Dezember. Da ist 2. Dezember. Nein. Ich kann mich weder bei Dr. Kastner noch bei Dr. Löwenherz auf die letzte Unterredung entsinnen. Merkwürdig, ja. Auch bei Löwenherz kann ich mich nicht entsinnen auf die letzte Unterredung. Aber ich frage mich, wenn Dr. Kastner das alles so geschildert hat, warum ist denn die eine Unterhandlung nicht da drin, die ich ihm gesagt habe, wegen der Vernichtung der Juden in Auschwitz? Ich habe nur das zitiert. Ja, das wundert mich nämlich sehr. Das wundert mich sehr. Ich muss schon sagen, meine Meinung, die ich über diese Art Berichterstattung habe, die muss ich beibehalten, die ich vorhin zum Ausdruck brachte. Ich habe hier einen Abdruck von einem Dokument, das über das Protokoll von der im Prozess, im 9. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess bezüglich der Aussage eines der Angeklagten, Gustav Noske, Bezug nimmt. Gustav Noske, haben wir schon mal hier erwähnt, der später bei 4D5 war, 1942, glaube ich. Auf alle Fälle war er im Amt 4. Noske war im Amt 4, ja. Er nahm an Referentengesprächen noch teil. Ja. Und hier in diesem Protokoll über seine Aussage bezüglich der Berichterstattung über die Tätigkeiten der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos. Ja. Ah, das war der Berichterstattung, das war die Stelle, wo sich die Berichterstattung konzentrierte, würde ich mal sagen. Ja.
Hier auf Seite 3547 des Protokolls. Steht folgendes, F heißt Frage. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich nochmals ganz konkret frage. Haben Sie die Meldung über Erschießung durch die Einsatzgruppen im russischen Raum während Ihrer Tätigkeit, die Sie in Berlin hatten, bekommen? Antwort. Die Meldungen über Aktionen aufgrund des Hitlerbefehls wurden nach dieser Änderung der Berichterstattung, also zu meiner Zeit, nicht mehr in diese neuen Meldungen aufgenommen. Ich weiß, dass diese Meldung über den Amtschef 4 unmittelbar der Gruppe Eichmann 4B4 zugeleitet worden sind. Demzufolge kann auch bei der Zusammenstellung der Meldungen aus den einzelnen Beitragsteilen, welche die Referate lieferten, beispielsweise Judenaktionen, nicht mehr in den neuen Meldungen aus den besetzten Ostgebieten erscheinen. Frage, Herr Zeuge, wer war Eichmann? Antwort, Eichmann war der Gruppenleiter der Gruppe 4B4, welche die gesamte Judenangelegenheit bearbeitete. Also Gruppenleiter stimmt natürlich nicht, ich weiß, das müsste er schon wissen, sondern das Dezernat. Ja. Aber das weiß ich nicht und es wäre vielleicht möglich gewesen. Ich frage mich nur eines. Dann hätte ich ja eine genaue Zahlenaufstellung machen können. Ich möchte mal sagen, dann hätte ich ja alles zusammenzählen können mit dem Gesamtresultat. Das wurde nie gemacht. Die Frage ist, die bekamen Sie Berichte darüber? Bitte, ich weiß es nicht. Ich möchte aber eher Ja als Nein sagen. Sagen wir mal, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Dezernat 4B4 von den Vorgängen im Osten nichts gewusst haben soll. Das ist ganz klar. Aber ob das eine organisierte Berichterstattung war, das glaube ich nicht bejahen zu können. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht haben wir es durch Noske eben bekommen, dass er die Berichte ausgewertet hat und dann die einzelnen Referate mit den zuständigen, mit dem zuständigen Material versorgt hat. So mag das sein. Hier geht hervor, dass die Zusammenstellung der Meldung betreffs der Judenaktionen von Ihrem Referat dann abgefasst wurde. Dass wir Berichte gegeben hätten über die Tätigkeit der Einsatzgruppen im Osten. Das heißt, Sie bekamen die Meldungen von den verschiedenen Einsatzgruppen, die liefen bezüglich direkt der Juden. No. Angelegenheiten liefen bei Ihnen ein, wurden bei Ihnen gesammelt und dann in einem Sammelbericht weitergegeben. No. Oder verarbeitet, verwertet. Das haben wir nicht gemacht. Eine Berichterstattung über die Tätigkeit der Einsatzgruppe im Osten? Nein, das hat 4B4 nicht gemacht. Aber dass wir Berichte bekamen, das ist mehr als selbstverständlich anzunehmen. Aber eine Berichterstattung über den Osten, das nicht. Hier auch. Aber da fällt mir eben Folgendes ein, Herr Hauptmann. Noske war ja nicht der Mann, der die Berichte sammelt und verteilte, sondern ihm oblag ja Berichterstattung. Ihm oblag Berichterstattung. Da entziehe ich mich jetzt. Noske oblag Berichterstattung. Und es könnte so gewesen sein, dass er, nachdem er die eingehenden Berichte zu einem Bericht zusammengesetzt hat, dass er dann das Material, als für ihn weiter ja nun nicht interessant, an die einzelnen Dezernate ausgefolgt hat. Und darunter selbstverständlich sämtliches Material Juden betreffend an 4B4. Noske kam zu dieser Abteilung 1942.
Juni 42. Und sagt, dass zu der Zeit die Abfassung der Berichte, die Art der Abfassung geändert wurde. Er beschäftigte sich mit dem Teil der Berichten, die die allgemeinen Sachen hatte, Partisanentätigkeiten und alles das, während das, was speziell mit Juden zu tun hatte, Aktionen gegen Juden, an ihr Referat ging. Herr Hauptmann, ich kann es deswegen nicht glauben, weil ich mir Folgendes sage, dann hätte ja das Dezernat 4W4 auch an die Einsatzgruppen Anweisungen herausgeben können. Und das geschah ja nicht. Das geschah ja nicht. Wer also hat die Einsatzgruppen mit den nötigen Weisungen versorgt? Selbstverständlich waren das, wenn das zum Beispiel Noski, ich weiß es ja nicht, waren das selbstverständlich die Weisungen, die auch er bekam, die eben der Betreffende bekam, die eben dann weitergegeben worden sind. Aber nicht einmal das hat ja 4W4 gemacht an die Einsatzgruppen. Sind Sie sicher, dass von Ihnen aus keine Weisungen an die Einsatzgruppen gingen? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht ist. Denn die Einsatzgruppenchefs hatten ja an sich von Haus aus eine Generalvollmacht, möchte ich mal sagen, wie sie bis dahin noch nie in Erscheinung getreten ist. Und von uns aus ist keine Einsatzgruppe mit Weisungen versehen worden. Das glaube ich aber ganz sicherlich nicht. Das glaube ich sicher nicht. Hier auf Seite 3549 fragt der Vorsitzende den Verteidiger, der den Noske hier verhört, der Verteidiger Noskes, Dr. Hoffmann. Vorsitzende, Herr Dr. Hoffmann, war es sein Amt, das die Lagerberichte erstellte? Ist das dieses Amt, Dr. Hoffmann? Ja, wie der Zeuge sagt, aber nur bezüglich der Partisanentätigkeit, während die Meldungen über die Erschießung aufgrund der hier bekannten Hitlerbefehls an Eichmann kamen, dem Judenreferenten. Das heißt, dass der Teil ausgelöst worden wäre und direkt an 4W4 gegangen ist. Das ist mir nicht bekannt. Da hätte ich ja in der Aktenhaltung, hätte ich ja dann eine Art Sachgebiet haben müssen nach den einzelnen Einsatzgruppen. So was hat es nicht gegeben. Hat es nicht gegeben bei uns. Im 4W4. Hier auf Seite 3555 sagte Dr. Hoffmann auf Frage des Vorsitzenden, Dr. Hoffmann, Herr Präsident, ich darf mir ausnahmsweise eine Frage erlauben, um nicht langweilig zu werden, möchte ich an sich dieses Gebiet jetzt verlassen, aber ich wollte nur mal fragen, ob der Zeuge klar herausgestellt hat, wie seine Position war, weil das vielleicht infolge der Übersetzung und der ganzen Verwickeltheit des Planes Schwierigkeiten macht. Er übernimmt die Verantwortung für die Berichterstattung vom Juni 1942, jedoch sagt ausdrücklich, dass die Meldungen über Erschießungen an Eichmann gingen, dem Judenreferenten im RSHA. Darauf fragt der Vorsitzende, die Berichte über die Juden, die zu Eichmann gingen, kamen woher? Durch Dr. Hoffmann. Frage, wer hat diese Berichte verfasst? Antwort, das ist wieder die Antwort von Noske. Die müssen aus dem Osten gekommen sein, Einsatzgruppe oder Befehlshaber oder Kommandeur. Vorsitzender, sie kamen aus dem Felde, Zeuge, ja. Das ist mir völlig schleierhaft. Und dann frage ich mich,
wie wäre dann die Berichterstattung bis zur Erscheinung Noskes vor sich gegangen? Denn die Einsatzgruppen hat es ja schon seit Beginn des Krieges gegeben, also Mitte 1941. Bis zu seiner Tätigkeit waren das Sammelberichte, wo auch die Aktionen gegen die Juden zusammen mit Sabotage, Partisanen und anderen Aktionen gemeldet werden. Da gab es immer, separat wurde dann in jedem Bezirk die Aktion gegen Juden aufgeführt. Aber in einem Sammelbericht. Einem Sammelbericht. Aber der ging an die Abteilung, die vor dem Entstehen des 4D5 verfasst wurde. Also mir ist die Sache sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich will sie nicht in Abrede stellen, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass es so gewesen ist, dass wir die Berichte bekommen hätten. Es wäre nichts dabei, wenn wir es direkt bekommen. Ob wir es direkt bekommen von oben oder ob das über Noske läuft, ist an sich im Prinzip ja völlig gleichgültig. Ich meine, ich sehe es so. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum die dort ausgeschoren hätten sein sollen. Das verstehe ich nicht. Hier auf Seite 3546 sagt Noske Folgendes aus. Ich meldete mich im Juni 1942 beim Amt 4. Es war etwa 10 Tage nach Heydrichs Tod. Als ich bei dem Amtschef 4 vorsprach, eröffnete er mir, dass ich ein neu zu gründendes Referat zu übernehmen habe. Es sei das Referat 4D5, welches der Landesgruppe D angeschlossen sei und die Auswertung der Partisanenberichte zum Gegenstand habe. Angeschlossen an diese Dienststelle, an dieses Referat ist eine Auswertungsstelle, in welche die in der Sowjetunion erfassten Dokumente übersetzt würden. Das Weitere würde ich bei meinem unmittelbaren Vorgesetzten erfahren. Frage, wer war das? Mein unmittelbarer Vorgesetzter war der Gruppenleiter 4D, Oberregierungsrat Dr. Jonas. Als Sie sich bei Jonas meldeten, was sagt er Ihnen? Antwort: Ich war noch völlig neu in der Organisation des Reichssicherheitshauptamtes und er machte mich damit bekannt. Und in Bezug auf meine Tätigkeit erklärte er mir die Zusammenhänge folgendermaßen. Mit Beginn des Russlandfeldzuges sei im Reichssicherheitshauptamt die Dienststelle eines Einsatznachrichtenführers geschaffen worden. Von diesen seien alle Berichte von den Einsatzgruppen über den Amtschef an das Referat 4A1 geleitet worden, welches die Auswertung vorgenommen habe und in fast täglicher Berichterstattung die sogenannten Meldungen, Ereignismeldungen aus der UdSSR zusammengestellt habe. Im Herbst 1941 sei die Dienststelle eines Einsatznachrichtenführers aufgehoben worden und so weiter. Also folglich war es vorher 4A1. Als dann Noske im Juni 1942 dazu kam, wurde das geändert auf 4D5. Also ich weiß davon nichts, Herr Hauptmann. Ich sehe Noske, zuerst wusste ich nicht wohin und so weiter, aber ich glaube, das sagte schon, bei den Referentenbesprechungen saß er an der rechten Seite von Müller. Ich sehe, hier sagt er noch einmal darüber auch. Auf Seite 3556 des Sitzungsprotokolls. Zeuge. In der Zeit bis April 1942 kamen die Berichte aus den besetzten Ostgebieten geschlossen und ohne aufgeteilt zu werden an dieses eine Referat 4A1. Insofern bedurfte es damals keiner Trennung der verschiedenen Berichte. Später wurde ein Berichtsschema herausgegeben, in welcher Form zu berichten sei. Und dann wurden die Meldungen, das heißt die in einzelne Unterteile getrennte Berichte, aufgeteilt auf die verschiedenen Referate. Und dabei konnte ausgesondert werden, das, was für 4B4 Eichmann bestimmt war. Aha. Ist mir nicht bekannt. Demnach hätte mein Dezernat Sammelberichte nach oben geben müssen, aufgrund der eingehenden Berichte. Ich frage mich bloß, wer hat solche Sammelberichte dann abdiktiert?
Die hätten ja abdatiert werden müssen, alle befohlenen Zeiten. Ich meine, deswegen alle Monate, alle 14 Tage oder wie es eben gewesen ist. Ich habe nie einen abdiktiert. Ich weiß es nicht. Einer der Sachbearbeiter wahrscheinlich. Ja. Ich kann mich wirklich nicht entsinnen, dass bei uns so etwas gemacht worden ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber durch den Verteiler bekamen Sie früher Berichte der Einsatzgruppentätigkeiten zugestellt? Ich bekam es, ja. Ich weiß es nicht. Ist das irgendwie fast wie eine Broschüre, glaube ich, ist es gewesen. Ich weiß es aber nicht genau. Auch das ist möglich, dass ich mich da irre und das verwechsel mit anderen Dingen wiederum. Selbstverständlich ist man unterrichtet worden, aber wie, weiß ich auch, das kam ja neben den Akten, kamen ja laufend Braunmeldungen, Auslandsmeldungen und all die, das ganze Nachrichtenmaterial zur, damit man Kenntnis hatte und zur Unterrichtung. Und sicherlich kam das auch dahin. Ich weiß nicht, wir hatten ja nichts anzuordnen in diesen Einsatzgruppen. Also, ich weiß es nicht. Ich bin so wenig informiert über die Detailangelegenheit der Einsatzgruppen, dass es mir schwerfällt, hier überhaupt Stellung dazu zu nehmen, möchte ich sagen. Aber wenn Noske das sagt und wenn das hier mit den Dezernaten so klar abgesprochen ist, sage ich mir, oh, das ist möglich, Herr Hauptmann, ich weiß es nicht. Dass das dann aufgeteilt worden ist, dass die Dezernate das bekamen. Und wenn das die Dezernate bekommen haben, dann allerdings, dann hat es auch eine Berichterstattung nach oben gegeben, denn das war ja der Sinn der Übung gewesen, wenn von draußen berichtet wird, dass man das zu einem Extrakt zusammenfasst und nach oben berichtet. Das ist klar. Aber das ist mir ebenso völlig fremd, dass das geschehen wäre bei uns. Wäre es auch nicht obwohl ja nichts da, ich meine, es gibt ja keinen vernünftigen Grund, es irgendwie in Abrede stellen zu wollen, denn wenn Berichterstattung befohlen wird, dann wird es eben gemacht. Da gibt es nichts dran zu rütteln und zu deuteln. Aber mir ist es eben so gar nicht in Erinnerung. Aber die Darstellung von Noske hier bei seiner Aussage? Ja, das ist, auf der einen Seite muss ich eben sagen, sie ist sachlich und kann ich auch wieder nicht in Abrede stellen. Auch das muss ich sagen. Das Tonband läuft jetzt ab. Es ist jetzt 18 Uhr und 3 Minuten und wir brechen für heute ab. Ja.